Emmanuel Macron möchte scheinbar keine Zeit verlieren. Bereits einen Tag nach seinem Amtsantritt als französischer Präsident möchte er seinen Premierminister am Montag ernennen. Bisher hat sich der sozialliberale Politiker zu der Personalie sehr bedeckt gehalten. Diese Entscheidung soll als richtungsweisend für den Wahlkampf vor den Parlamentswahlen im Juni gelten. Sollte Macron keine Mehrheit in der Nationalratsversammlung bekommen, würde dadurch sein Handlungsspielraum stark eingeschränkt werden. Französischen Medien zufolge wäre Edouard Philippe ein möglicher Kandidat für das Amt des Premier. Doch nicht nur der konservative Bürgermeister der nordfranzösischen Hafenmetropole Le Havre ist im Gespräch, sondern auch viele andere Namen.